Hallo Leute und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir stehen hier im Piratenlager, haben von Francis den Schlüssel besorgt und schauen uns jetzt mal in der Hütte des Kapitäns um. Die Tür machen wir schon wieder zu. Muss ja nicht jeder sehen, was wir hier tun. Ja, sieht ja fürs Erste ganz hübsch aus. Bisschen eingebaut. Oh, der hat einen Ring in der Mund. Na gut, ist ein Tier, da darf ich Schnauze sagen. Yeah. Was hast du denn in der Truhe Feines? Logbuch von Greg. 135 Goldmünzen und dreimal weißer Rum. Sehr schön. Sehr schön ist auch unsere Goldmenge, wenn ich da mal gucke. 2358 Ocken. Es wird doch langsam wieder. Boah, was der alles hat in seiner Hütte. Und das können wir alles mitnehmen. Silberzeug, Lederbeutel, alles was man braucht. Sogar ein bisschen Apfeltabak. Eine Flaschenpost. Was ist da drin? Ich will es wissen. Schatzkarte. Wo ist sie? Da. Ach, das werden die ganzen vergrabenen Schätze sein. Ein paar haben wir ja schon gefunden. Da geht's in den Sumpf runter. Na, mal sehen, ob wir die finden werden. Ich werde mein Auge drauf haben, aber ich denke, alle werden wir wohl nicht finden. Mal schauen. Na. 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 Yeah, endlich. Was haben wir hier? Drei Fische, bisschen Gold, Quarz, Goldbrocken, was zu rauchen und alte Münzen. Ich kenne da jemanden beim Großbauern, der sich über solche alten Münzen freut. Der dafür sogar ein bisschen Erfahrung vergibt. Sextant. Haben wir hier noch was liegen? Nö. Ah ja, das Logbuch wollten wir ja noch angucken vom Captain Craig. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in See stechen können. Werde wohl mal ein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieser... Lol. Was erlaubt sich dieser Arsch? Hat mich von seinen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein Speichellecker Bloodwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten, wenn er nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Bloodwin, den kennen wir noch. Der war damals Gardist im alten Lager und wollte immer Schutzgeld von uns haben. Der Drecksack. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss herausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager, damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort rausfinden, was Raven vorhat. Ah, sehr gut. Jetzt wissen wir, wer die Rüstung hat. Ab nach draußen. Sag mal, was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. Joe, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Lass mich doch bitte erstmal aus der Hütte kommen, ja? Die Tür ist noch halb offen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Okay. Wenn das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Es kommt nur
auf die Kraft an. Wer kann mir dabei helfen? Nimm dir ein paar von den Jungs mit. Die hängen sonst die ganze Zeit nur rum. Oh, alles klar. Kann ich machen. Jo, da würde ich sagen, kümmern wir uns doch einfach erstmal um den Canyon. Wen können wir denn da alles mitnehmen? Hey, Francis, kommst du mit? Bloß in Ruhe. Dann nicht. Morgen. Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Viel Spaß beim Monsterschlachten. Also die beiden wollen schon mal nicht mitkommen. Dann gucke ich mal, ob ich hier hinten noch wen überzeugen kann, mir ein wenig zu helfen. Kann ich auch normale Piraten ansprechen? Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Nein, ich hab nichts. Mist, ich verdurste doch. Einen Grog will der haben. Verkauft der Typ hier auch ein bisschen Grog? Oder wie schaut's aus? Garrett redet mir. Komm nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Was meinst du, was die okay. anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hm? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier und passe auf unsere Vorräte auf. Glaubst du wirklich daran? Gibt's was Neues? Seit Greg weg ist, passiert hier gar nichts. Ich bin ganz dann wollen wir doch mal sehen, ob der... Was ist das, Grog? Oh, weißer Rum, was will ich mit weißer Rum? Ich brauche Grog. Ja, das hat er wirklich behauptet. Halte durch, Pirat. Ich besorge dir schon was. Also normale Piraten können wir auch ansprechen. Gut zu wissen. Immer schön über die Kisten springen. Ich habe genug Geld. Da werde ich mir jetzt einfach den ganzen Grog, den der da noch hat, kaufen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon noch gebrauchen kann. Hallo, Samuel. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Ich kauf doch nicht alles. 5 reichen, so. Mach's gut, altes Haus. Wo ist der Pirat? Er muss hier irgendwo stecken, ich weiß es. Schön über die Kisten drüber. Über die Steine drüber, über die Fässer drüber. Einfach über alles drüber. So, pass mal auf, mein Freund, ich hab hier was für dich. Es wird dich freuen. Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glaubt. Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Oh ja. Das ist doch alles hier, nur nimm einen Schluck. Danke, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Du sollst mir helfen. Ja, Befehl von Greg. Gut. Wunderbar. Schon haben wir den ersten in unserer Crew. Hä, wo willst du hin? Ah, ich hätte noch sagen müssen, dass der mitkommen soll, oder was? Man noch glauben soll. Komm mit. Gut. Man musste es ja so. Matt. Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade, mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Entschuldigung. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne. Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. So, kommst du schon mit, oder? Ja, du kommst mit. Gut. Brandon. Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg. Wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. So, na dann komm mal mit, mein Freund. Bin schon da. Skip, wie schaut's aus? Ich hätte dich gern dabei. Du sollst mir helfen. Worum geht's? Der Canyon wartet. Ich sehe, du hast schon ein paar Jungs mit. Das ist gut. Der Canyon ist mordsgefährlich. Komm mit. Auf geht's. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Mann haben wir schon. Können wir noch ein paar mehr mitnehmen? Der wollte nicht. Wie sieht's mit dir aus, Pirat? Du sollst mir helfen. Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Aye, aye, Captain. Der hat aber auch ein schönes Schwert auf dem Rücken, du. Ich hoffe, der kann damit so gut zuschlagen, wie er aussieht. Kommst du mit?
Aber der hat keine Zeit, oder? Der Canyon wartet. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Okay, okay. Wo ist denn dieser komische Bill oder wie der hieß? Ist der hier irgendwo? Bist du Bill? Ja, kommst du mit? Wie sieht's aus? Was machst du jetzt? Ich mach erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Okay, der kommt nicht mit. Na dann, Leute, wir gehen weiter. Vielleicht kriegen wir am Tor noch ein paar Leute. Ich will alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Ich weiß gar nicht, bis wohin die mir folgen, aber ich glaube, wir können mit denen nur in den Canyon gehen. Aber das ist mir schon Hilfe genug. Hey, Henry, kommst du mit? Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Dann ganz sieh genau. Mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Okay, der kommt nicht mit. Hey. Der kommt auch nicht mit. Der auch nicht. Ah, ich hab da ein Hackgesicht im Weg. Alligator Jack, kommst du mit? Du kannst doch gut kämpfen. La 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 la
Das ist natürlich toll. Zu holen. Sonst hätte ich die jetzt, glaube ich, auch eiskalt wieder zurückgeschickt. Aber, Höhle. Naja. Ich dachte, jetzt kommt hier voll die tiefe Schatzhöhle. Weil ist hier gar nicht so viel. Aber versperrt bin ich den Durchgang. So, Entertrupp. Beim nächsten Mal werden wir mit dem Entertrupp hier lang gehen. Schnappt euch mal bitte den Schwieber. Hier wird gekämpft. Macht die mal schön platt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Lord Peter.